Was geht, Leute? Heute zu einem neuen EFC25 Video und heute spreche ich ausschließlich über die schlechten Sachen, die schlechten Änderungen des neuen Teils. Das heißt, keine guten Sachen werden angesprochen, deswegen entspannt euch. EAFC hat auch gute Sachen. Ich spreche nur über die schlechten. Alle Sachen sind bestätigt, außer die erste Sache. Der letzte Punkt, der wird euch killen. Ihr werdet danach vielleicht, der Hype wird runtergehen. Aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Alle Sachen sind hier so bestätigt. Und die können natürlich noch geändert werden. Wer weiß. Falls euch Videos zu EAFC 25 gefallen, lasst ein Like da. Abonniert gerne, um nichts mehr zu verpassen. Bei mir, ich werde EFC durchspielen. Ich werde mit euch zusammen, mein Weg geht so nach oben und wir werden es durchspielen hoffentlich, wenn es nicht komplett schlimm wird. Auf diesem Kanal werden noch mehr Videos kommen, deswegen, wie gesagt, gerne reinfolgen. Wir labern gar nicht so viel, wir fangen direkt an und das ist diese wahrscheinliche Sache. Die WL bleibt so, wie wir sie jetzt die ganze Zeit kennen. Das heißt 20 Spiele, das gleiche Scheißsystem und. Die WL wird nicht geändert, höchstwahrscheinlich, weil ich glaube, sie hätten es schon angeteasert. Die ganzen E-Sportler, die es schon gespielt haben, hätten darüber schon was gesagt, weil das bringt mächtig Klicks. Vielleicht announcen sie es nochmal, ich glaube eher nicht und das wäre eine schlechte Änderung. Für mich, die Weekend League ist so ein bisschen langweilig, ist zu einfach und damals mit diesem System war es viel geiler. Kommen wir direkt zu der zweiten Sache, die nicht geändert wurde und dadurch eine schlechte Änderung ist. Für einen Quit in der ersten Minute kriegst du keinen Win. Es bleibt ein Unentschieden. Beziehungsweise du kriegst einen Punkt. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ich verstehe nicht, wieso sie das nicht einfach ändern. Es wäre so leicht, es würde so viel bringen. Sie ändern es nicht. Es bleibt trotzdem so und ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, sie wollen halt nicht, dass die Leute, die quitten, dass die Gegner dann einfach so viele Wins geschenkt bekommen, weil das WL-System so schlecht ist. Aber es ist so, es ist für mich eine schlechte Änderung und macht wieder ein bisschen Hype runter. Eine Sache, die bestätigt ist, es wird einen Season Pass geben. Es wird, wie wir es immer kennen, Battle Pass in Fortnite zum Beispiel, bla bla bla. Es wird einen Free Battle Pass geben und jetzt kommt einen, der zu bezahlen ist und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, es könnte eine schlechte Änderung sein, sagen wir es so, und ich kenne EA und deswegen ist es in diesem Video, weil es höchstwahrscheinlich so sein wird, dass der bezahlbare Battle Pass OP sein wird. Ich habe Angst, dass da Items drin sind, die zu OP sind, die dein Team beeinflussen und vielleicht auch, Points, wer weiß. Und ich habe Angst, wenn du dann quasi den Pass nicht hast, dass du dann keine Chance hast gegen die Spieler, die einen Pass haben. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie die das machen. Es könnte aber cool sein. Also diese Änderung ist in Klammern. Eine Sache, vor der ich auch Angst habe, einige könnten es vielleicht sogar feiern, weil es wird lustige Momente geben. Spieler knallen mit dem Pfosten zusammen. Dein Torwart auch. Dein Torwart wird den Pfosten küssen, vertrau mir. Und werden ein paar Sekunden danach ein bisschen benebelt sein. Und das ist eine Änderung, die ich für Anstoß und Karriere vielleicht ein bisschen cool finden würde. Aber für Ultimate Team nicht. Für Ultimate Team nicht. Das Problem ist, wir kennen EFC. Was für Bugs dieses Game am Anfang hat. Spieler fliegen rum. Spieler machen Flips. Spieler treten andere Spieler komplett auf die andere Seite des Stadions. Und jetzt das mit dem Pfosten. Es wird crazy. Ich sage, wir werden viele Bugs haben. Und ich finde es, wenn es in Ultimate Team drin ist, eine sehr unnötige Änderung. Also das ist nichts, was wir gebraucht haben. So, und hier muss ich sagen, das ist der Punkt, der FIFA am meisten killen wird, EAFC am meisten killen wird. Ich blende hier ein Bild rein und anfangs denkt man sich, ja okay, klingt ganz gut. Ultra-defensive Formationen und ultra-offensive Formationen sind rausgenommen worden. Aber im letzten Video habe ich auf einen E-Sportler reagiert, der das Spiel schon vorher getestet hat und sogar verbessern durfte. Und da hat er gesagt, ja, die Formation als 4-3-2-1 ist rausgenommen worden. Und jetzt kommt, ich blende es auch hier nochmal ein, was er sagt. Mit FCRQ möchte EA erreichen, dass es in Zukunft viel mehr variable Formationen und Taktiken im Spiel gibt. Du hast nämlich so viele neue Anweisungen, so viele neue Rollen im Spiel, die du selbst anpassen kannst. Da kann wirklich jeder für sich seinen eigenen Spielstil herausfinden. Und das Geile ist, du hast jetzt sogar durch FCRQ die Möglichkeit, in Ultimate Team eine Customized Formation zu spielen. Also er sagt, dass man die Formationen selber einstellen kann und man sehr viele Anweisungen hat, die man einstellen könnte, was auch eine schlechte Erinnerung ist. Dazu komme ich gleich nochmal. Und hier sagt er das, was diese Änderung so killen könnte. Du kannst diese Rollen nämlich so einstellen, dass du theoretisch mit 10 Verteidigern spielst.
Ich habe auch mit dem Head Producer, mit Tom Kaleffi, ein Vier-Augen-Gespräch geführt und da hat er mir an seinem Laptop schon ein paar so mögliche Systeme gezeigt und eins davon war das eben mit richtig vielen Verteidigern hinten und er weiß nicht genau, wie das Leute ausnutzen können. Aber es gibt dem Spieler einfach die Möglichkeit, selber zu bestimmen, wie man spielen möchte und ich finde den Gedanken richtig, richtig gut. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Es gibt eine ultra-defensive Formation oder du kannst sehr defensiv spielen. Und dann verstehe ich das nicht. Nur weil ich jetzt keine Fünferkette zum Beispiel einstellen kann, heißt es ja nicht, dass die Formation ultra-defensiv ist. Und wie er es hier sagt und wie ein EA-Funktionär da auch sagt, du kannst so viele Anweisungen machen, du könntest sogar sehr defensiv spielen, alle hinten spielen. Und es ist eine coole Änderung an sich, wenn man so überlegt. Aber die Möglichkeit zu haben, es so auszunutzen, dass du jeden hinten spielen kannst, ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Und er sagt, ja, es könnte ausgenutzt werden. Und es werden Leute ausnutzen, weil es die Möglichkeit gibt. Überall, wo es Möglichkeiten gibt, werden es Leute ausnutzen, diese Funktion. Weil es wird Leute geben, die dieses Spiel sehr abfuckt. Und dann ist man einfach frustriert und spielt auch einfach, um den Gegner abzufucken. Man kennt es. Und das ist eine Änderung, die ich nicht verstehen kann. Und ich kann, wie gesagt, nochmal, ich kann nicht verstehen, wie man das so raushauen kann und sagen kann, es ist eine geile Änderung. Es ist keine geile Änderung, wenn man 10 Leute hinten spielen kann und 10 Leute vorne. Es ist einfach, und so wie er es ja gesagt hat, sollte es so sein. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der das beinhaltet. Das Problem ist, du hast so viele Anweisungen, dass wir Casuals, wir Nicht-E-Sportler, gar nicht hinterherkommen werden. Wir wissen ja nicht mal, dieses Pressing, du konntest bei deinen Spielern manchmal einstellen, energisches Pressing, normales Pressing oder keine Ahnung. Die meisten Leute wissen nicht, was der Unterschied zwischen diesen Pressing-Sachen ist. Und bei 50 Anweisungen kommen wir nicht hinterher. Ich sage, wir werden einfach E-Sportler-Taktiken übernehmen und das war's. Und dann muss ich auch sagen, brauchen wir diese Änderung nicht wirklich. Ich muss sagen, eine Handvoll würde reichen, 10 Anweisungen würde reichen, damit die E-Sportler vielleicht auch ein bisschen was machen können. Aber so wirklich 50 Anweisungen ist zu viel. Das wird sich keiner merken. Die E-Sportler werden es testen, aber ein normaler Spieler wird nicht alles testen und wird euch erklären können, was ist. Und ich sag, es könnte wieder viel zu viel Sachen OP werden, wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Und das ist es halt. Also man muss gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, ich habe aber sehr, sehr Angst, weil das klingt nicht gut, wenn ein EA-Arbeiter schon sagt, ja, es könnte ausgenutzt werden oder er weiß nicht, wie das ausgenutzt wird, dann heißt das nichts Gutes. Das war es erstmal mit dem Video mit den schlechten Änderungen des nächsten EAFC-Teils. Kommentiert gerne, wie ihr die Punkte seht, die ich angesprochen habe. Vielleicht täusche ich mich ja und die Sachen sind doch geiler oder die meisten Leute freuen sich über diese Änderungen, wer weiß. Abonniert gerne, um nichts mehr zu verpassen, um mich auf meinem Weg zu begleiten und keine Videos mehr zu EAFC zu verpassen. Lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.